Eigentlich auf dem Scheiterhaufen seines Lebens steht, hält in der Hand eine Rose. Rosen, der Zweig für die Dornen, den Lebensweg symbolisieren und die Blüte als das Schöne im Leben. Die Aufgabe war, aus zwei Fachkrankenhäusern ein großes Fachkrankenhaus zu machen für die Versorgung, für die Pflichtversorgung von 500.000 Menschen hier in der Region. Wir haben ja den Suchtkrankenpatienten, den gerontopsychiatrisch erkrankten Patienten, den allgemeinpsychiatrisch erkrankten Patienten, den kinder- und jugendpsychiatrisch erkrankten Patienten. Wir sind ja eine Vollversorgungsklinik und man muss gucken, jeder hat so seine eigenen Ansprüche. Im Bereich der Gerontopsychiatrie, aber auch in der Allgemeinpsychiatrie ist das Thema Einsamkeit ein Riesenthema. Das ist die Pforte, die 24 Stunden pro Tag besetzt ist. Es werden insgesamt 7000 stationäre Patienten hier durchgeschleust. Dahinter ist eine Aufnahmestation, eine Funktionseinheit für sehr schwer kranke Menschen, für Menschen, die aber auch nur depressiv sind und eine mittelbare Hilfe brauchen. Die kommen hier in ruhigen, über die Pforte, in die zentrale Aufnahme, wie man da sieht. Und Leute, die in Notfallsituationen kommen, haben eine extra Anlieferungsmöglichkeit. Da kommt der Notarztwagen dann in einem sichtgeschützten Bereich, sodass man dann auch Notfälle nicht sieht, nicht wahrnimmt. Und Sie sehen, wenn man bedenkt, dass das hier 7000 Menschen aufgenommen werden, ist das eine sehr ruhige Atmosphäre. Hier werden jeden Tag 30, 40 Patienten aufgenommen. Wir stehen jetzt gerade hier, wo die 3 ist. Hier ist die Kapelle, die Wohnblöcke, 4 Wohnblöcke mit maximal bis zu 90 Patienten. Hier der Neubau mit Ambulanz und 2 Privatstationen. Und das sind noch Funktionsgebäude. Hier ist noch eine Gartentherapiegebäude, hier ist eine tiergestützte Therapie drin. Hier ist Turnhalle und Klettergarten und Wege für verletzte Patienten. Es gibt dort noch eine Arbeitstherapie und also für ergotherapeutische Zwecke noch eine Holzwerkstatt. Und es gibt sogar auch ein Fitnessstudio mit Trainingsgerätschaften. Die Halle kann auch für große Veranstaltungen genutzt werden. Wir können die Halle mit 200 Personen bestücken, also eine Reihenbestuhlung reinpacken. Sie ist teilbar und wird eigentlich den ganzen Tag von Patienten und auch von Mitarbeitern für Sport genutzt. Es gibt die Cafeteria, hier Kapelle, hier der Eingangsbereich, einfach zentrale Stelle. Herr Rüdig hat damals gesagt, das Herz der Klinik ist so ein Stück abgewandelt. Baulich sind wir, glaube ich, hier auf einem sehr hohen Level. Das ist schon High-End, will ich mal sagen, wenn ich auch Psychiatrien in Deutschland so, ich kenne relativ viele Psychiatrien, wenn ich so vergleiche. Und die Aufgabe ist es jetzt im Grunde genommen, was aber schon mit dem Neubau 2006 angefangen hatte, dass 6 insgesamt, wenn man die ganze Phase sieht, da haben wir schon angefangen, inhaltlich umzustrukturieren. Und inhaltlich sind wir sehr stark eben auf einzelne Krankheitsbilder eingegangen, haben Leute speziell ausgebildet. Und das ist der Weg, die inhaltliche Spezialisierung weiter voranzutreiben. Also Sie werden hier eine Grundversorgung weiter aufrechterhalten müssen. Der Weg in die Zukunft heißt Spezialisierung mit guten Konzepten, mit guten, gut ausgebildeten Leuten. Und natürlich auch Wege finden, um Menschen, die Schnittstelle von stationär zu ambulant ist eine wackelige Schnittstelle, die kann man deutlich verbessern und da muss im Prinzip in den nächsten Jahren was dran getan werden. Das heißt, Menschen
vielleicht erst gar nicht in die Klinik kommen lassen. Menschen, die aber dann krank waren, draußen vernünftig zu behandeln, weiter zu behandeln oder eben auch Notfallpatienten draußen zu behandeln, das ist ein zukünftiger Weg. Also, wenn Sie da Platz nehmen, dann haben wir eben die Möglichkeit, erstmal hat man selber einen geschützten Bereich um sich rum. Und wenn ich keine Lust habe, mit dem Architekten zu sprechen, dann sehe ich mich. Aber das passiert so gut wie nie. Also bis in den letzten 10 Jahren nicht passiert. Nein, wir haben immer miteinander gesprochen.